das Selbstporträt und die Figur von Lop-Lop. Ein junger Mann blickt uns nachdenklich an. Er stützt den Kopf in seine rechte Hand, Zeigefinger und Daumen deuten eine Rahmung des Gesichts an. Die braunen Haare sind leicht gewellt, die dunklen Augenbrauen scheinen fast ineinander überzugehen. Eine Linie deutet eine leichte Hakennase an. Die vollen Lippen erscheinen in einem kräftigen Rot. Max Ernst ist 18 Jahre alt, als er sich in dieser Pose malt. Offenbar hat er so vor dem Spiegel gesessen. Vor ihm Karton, Pinsel und eine Palette mit Ölfarben. Das Selbstporträt erinnert an die Gemälde von Van Gogh. In vielen intensiven und klaren Farben malt der junge Mann, was er sieht und fühlt. Vom bläulichen Schatten auf seiner Haut bis hin zum konzentrierten Blick, den er besonders hervorhebt. Max Ernst hat große, blaue Augen und er liebt das Sehen. Seine Augen trinken alles, was in den Sehkreis kommt, schreibt er später über sich selbst. Das Selbstporträt von 1909 bleibt eine Ausnahme im Werk von Max Ernst. Die Frage, wer bin ich, mag er später nicht mehr durch eine realitätsnahe Abbildung seiner Person beantworten. Auch in seinen Texten spürt man eine gewisse Distanz zu sich selbst, oft gepaart mit Ironie. Statt in der Ich-Form schreibt der Künstler in der dritten Person. Über seine Geburt berichtet er: Am 2. April 1891 um 9.45 Uhr hatte Max Ernst seinen ersten Kontakt mit der fühlbaren Welt, als er aus dem Ei schlüpfte, das seine Mutter in eines Adlers Nest gelegt hatte und welches der Vogel dort 7 Jahre lang ausgebrütet hatte. Der Schnabel-Max, wie Max Ernst sich später nennt, hat das Licht der Welt erblickt. Vogelwesen gehören zu den häufigsten Motiven des Künstlers. Auch Eier und Eierkartons tauchen immer wieder in seinem Werk auf. Das Vogelthema beschäftigt Max Ernst seit seiner Kindheit und wird ihn nie wieder loslassen. Und zwar speziell nach einem Ereignis, das mich damals sehr betroffen hatte. Ich hatte nämlich, als ich ein kleiner Knabe war, einen Papagei, den ich sehr liebte und der mich sehr liebte. Er kam immer, wenn er irgendetwas von mir wollte, auf meine Schulter und zupfte mich am Ohr und wusste genau, mir auszudrücken, was er wollte. Eines Morgens fand ich diesen Papagei tot in seinem Käfig. Und gleichzeitig kam mein Vater und erzählte mir, dass eine kleine Schwester geboren war. Eine gefährliche Vermischung von Vögeln und menschlichen Wesen setzte sich in seinem Gemüt fest und fand später Ausdruck in seinen Zeichnungen und Gemälden. Auch sich selbst stellt Max Ernst gern als vogelartiges Geschöpf dar. Sein gefiedertes alter Ego bekommt sogar einen Namen: Lop-Lop. Ein Lop-Lop ist sowas wie Jojo. Eine mini kleine Maus. So klein wie ein Luftkörnchen. Eine mini kleine Maus. Lop-Lop hat viele Identitäten und bleibt doch immer Max Ernst. Mal ist er ein bunter Vogel, mal ein König der Lüfte, mal ein grauenhafter Raubvogel. Einen ganzen Werkzyklus widmet der Künstler seinem Stellvertreter Lop-Lop. Dem Phantom, das verschwindet und plötzlich als ein anderer wieder dahergeflogen kommt. Ein Lop-Lop ist ein riesiger Nuss. Und die schwebt im Weltraum und heißt eigentlich Venus. Max Ernst sieht den Vogel in Alltagsgegenständen, die zu Skulpturen werden, und meißelt Lop-Lop in Stein. Mit Lop-Lops Hilfe entwickelt er neue Techniken, die ihn später berühmt machen: Frottage, Grattage und Dekalkomanie. Wenn er für seine Histoire naturelle Oberflächenstrukturen durchreibt, entdeckt er darin Flügel, Schnäbel und andere Vogelattribute. In dem Collagenroman Une Semaine de Bonté treiben grausame Vogelkreaturen ihr Unwesen.
Auch sein Leben nach dem Ersten Weltkrieg beschreibt der Künstler mit Vogelmetaphern. Max Ernst starb am 1. August 1914. Er kehrte zum Leben zurück am 11. November 1918 als junger Mann, der ein Magier werden und den Mythos seiner Zeit finden wollte. Hin und wieder befragte er den Adler, der das Ei seiner vorgeburtlichen Existenz gehütet hatte. Die Ratschläge des Vogels kann man in seinem Werk wiederfinden. Ein schräger Vogel ist ein Vogel, der schräg fliegt, schräg steht und schräg abstürzt.